Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, meine lieben Leute, wir sind hier gerade unter, wie hieß denn die Stadt? Irgendwas mit O, keine Ahnung. Ich war mal kurz auf Screen aktiv und bin mal die ganzen Städte abgeflogen und immer in Pokécenter rein, zu dem Supermarkt dort rein, um zu sehen, welche haben wir so gesehen ausgelassen, wo es vielleicht ein paar interessante Items gibt, wie TMs. Wir haben ja schon mal gesehen, dass man TMs kaufen kann. Da waren ja Hagelsturm, Sonntag und so weiter und so fort. Sowas halt, Regentanz. Und ich habe tatsächlich noch einen Supermarkt gefunden, wo man TMs kaufen kann. Das war in Rayono City. Und dort habe ich mir eine TM geholt. Und zwar die TM Gyroball. Eine verzerrte Drehattacke. Je langsamer der Anwender, desto mehr Schaden fügt sie zu. Ich wusste nicht mal ganz genau, was Gyroball genau ist. Ich wusste, dass es eine Stahlattacke ist. Aber wie stark sie ist, das wusste ich nicht mehr. Hier sehe ich gerade, je langsamer der Anwender, desto mehr Schaden fügt er zu. Lucario, unser René. Der ist allerdings zu schnell für diese Attacke. Bedeutet, Gyroball macht für ihn keinen Sinn. Trotzdem habe ich die für 10.000 Poké-Dollar gekauft. Es waren noch andere Attacken zur Verfügung. Reflektor, Lichtschild und Donnerwelle. Diese drei Attacken habe ich allerdings nicht geholt. Erstens, Donnerwelle haben wir sowieso schon. Glaube ich. Kann sein. Muss ich mal kurz nachschauen, aber doch, Donnerwelle haben wir, oder? Genau, haben wir. Und Reflektor-Lichtschild. Ja, mit denen arbeite ich eher weniger. Gut, ich vermute mal, gegen den haben wir schon gekämpft. Ich habe tatsächlich jetzt mal einen Tag Pause gemacht. Wer hätte es gedacht? Ich habe wirklich mal einen Tag Pause gemacht. So, und dann gehen wir zu dieser Route hier und kämpfen gegen die Leute hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer auf 1 ist. Ich glaube aber, Finn war auf Platz 1, oder? Wenn ja, wäre es ja ganz gut wegen dem Kampftyp. Ne, René. René ist auf Platz 1. Okay, Kampf gegen Kampf. Level 40! Ihr wollt mich doch verarschen. Warum sind die so stark? Ich wechsle mal zu Nico. Kampf gegen Kampf, das macht eher weniger Sinn. Hätte René irgendwie eine Tisch-Attacke drauf. Ja gut, dann wäre es vielleicht schon besser. Wuchtschlag. Sollte nicht sehr effektiv sein, macht aber trotzdem extrem viel Schaden. Kommt Psychoschock. Besieg es. Aber es wird nicht reichen. Zumal er immer noch zwei Level höher ist. Ja. Steinhagel, okay. Normal effektiv, aber. Ah, nein. Schade. Finn, komm du mal rein. Müsste es den Rest jetzt hier mal geben. Steinhagel, war klar, dass er natürlich die Gesteinsattacke einsetzt. Ja, natürlich, sehr effektiv. Ja, natürlich. Scheiße. Ja, komm René, dann mach du den Rest. Ich werde gleich zum Pokécenter zurückfahren. Bleibt mir nichts anderes übrig. Ja, wir hätten es wahrscheinlich auch mit René geschafft. Bisschen ärgerlich, aber naja. Level 40 sind die, ey. So, mal kurz hier zurückfahren. Das gebe ich mir jetzt hier nicht. Will ich jetzt hier auch keinen Beleber oder so verschwenden. Das Pokécenter ist ja nicht so weit entfernt. Komm, hier jetzt rein. Komm. Ja, perfekt. Ich hätte natürlich auch vom Fahrrad steigen können, aber... So, ups, da habe ich aus Versehen die Speed-Taste gedrückt. Die wollte ich jetzt nicht drücken. Die Speed-Taste nehme ich eigentlich nur aufs Screen. Weil da ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt das Speed drin habe oder nicht. Ich will dann einfach nur Zeit sparen, aber hier fürs Let's Play eignet sich das halt nicht. Meiner Meinung nach. Vielleicht denken so manche, ja, nimm doch die Speed-Taste, ist doch egal, spart ein bisschen Zeit. Ja, aber ich möchte das Spiel so an sich sehr gerne genießen. So, da könnte man Surfer einsetzen. Und wahrscheinlich Kaskade, wenn Kaskade in dieser Generation funktioniert. Aber ich denke mal schon, gerade weil dort oben ein Item zu finden ist. So, der nächste Trainer. Bleiben wir mal bei René. Das ist jetzt kein Psycho-Typ und auch kein Kampftyp. Ein Ass-Trainer.
Wow, ein Dreierkampf, okay. Uiuiui. Sehr geile Pokémon. Barschuft, Dressella, Skorkler. Uiuiui. So, gegen das Skorkler werde ich Metallklaue mal einsetzen. So, gegen das Dressula setze ich Funkenflug ein. Und ihn bewege ich mal kurz nach vorne. Ach, ich kann allerdings nichts da jetzt machen, okay. Ja, gut. Dachte, ich kann dann mit Jonas nur angreifen. Okay, so viel Schaden macht das leider nicht. Wow. Was? Das geht? Von dort hinten? Wow, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus für Finn. Okay, okay. Dann machen wir mal Kraftwelle auf Skorkler. Seit der normal effektiv sein, einerseits wegen Flugtyp abgeschwächt und dann wegen Gesteinstyp wieder verstärkt. Dann Laubklinge auf Barschuft. Und Finn muss sich auswechseln. Er kann ja nicht kämpfen. Setzen wir mal Luke ein. Obwohl Luke eigentlich auf Level 39 schon ist. Ja gut, Jonas auch. Megasauger. Ja gut. Ist normal effektiv und macht trotzdem ganz schön viel Schaden. Alter, sind das krasse Gegner. War auch alle auf Level 39. So, das Barschuft ist ein Glück weg. Die anderen werden noch. Was? Hä? Ja, natürlich. Ja, natürlich ein Volltreffer. Ist ja klar. Warum ist das nur normal effektiv? Hat Skorkler bisher nur den Flugtyp? Und der Skorkro? Ne, Moment mal. Nicht Gestein, stimmt. Bodenflug, nicht Gesteinflug. Das war mein Fehler. Es tut mir sehr, sehr dolle leid. Kommt nicht nochmal vor. So, ich lass mal Nico ein. Aber Luke wurde ordentlich zerstört. Machen wir trotzdem Kraftwelle mal weiter. Die einzige Attacke, die wirklich effektiv bei Skorkler dann wäre, wäre der Eistyp. Eisattacken haben wir leider nicht. Da müssen wir jetzt so mal weitermachen. So. Momentanz. Nee. Na, ey! Trifft das. Ja, natürlich! Alle sind verwirrt, gleich alle! Aber Skorkler auch. Ja, war klar. War auch klar. Lol. Alle haben sich selbst verletzt in der Runde. Alle. Natürlich. So, dasselbe jetzt hier nochmal, was wir eigentlich schon machen wollten. Aber nicht geschissen bekommen haben, sozusagen. Ja, erhöht deinen Spezialangriff und deine Spezialverteidigung immer weiter. Ja, kann ich eigentlich jetzt auch nicht mit Nico an. Ja, natürlich! Ein KP bleibt ihm übrig. Natürlich! Er kann natürlich angreifen. Uiuiui. Irgendwann werde ich hier aufstehen und einfach sagen, so, ich hau jetzt ab. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Muss Jonas auswechseln. Wechseln wir mal zu... Ja, Michelle kann ich nicht wechseln. Oder? Ja, ich muss zu Michelle wechseln. Da kann ich eigentlich auch nicht angreifen, aber ich... Mir bleibt nichts anderes übrig. Pure Zerstörung. Natürlich macht er das von Jonas, von Michelle. Weil ja Jonas auch. Ich sag nichts mehr. So, wenigstens ist das Skorkler jetzt weg hier.
So, jetzt hier. Ruhig Kraftwelle. Ist aber, glaube ich, nicht sehr effektiv, aber trotzdem. Fliegen. Und Psychoschock. Bitte, Michael. Hab ich von Michael richtig? Ja, natürlich! Zumal vorher, weil er auch vorher wusste, dass Michael reinkommt. Ja, natürlich! René schlägt sich selber richtig! Wenn das jetzt hier nicht reicht. Ja, natürlich! Mann! Sorry fürs Ausrasten, aber mir geht dieser Kampf gerade sowas von auf den Kranz hier. Wenigstens eine gute Nachricht. Psychokinese. Endlich. Da kommt Psychoschock sofort raus. Psychokinese, geile Attacke. Aber wir müssen jetzt wieder zurück ins Burgzentrum. Es tut mir sehr, sehr leid, dass ich jetzt wieder zurückgehen muss. Aber... Pech. So viel Pech. Warum sind die Gegner auch so stark? Haben wir irgendwas ausgelassen oder so? Kann doch nicht sein! Ich schau gleich erstmal auf die Karte. Wir müssen ja irgendwas ausgelassen sein. Aha. Es kann doch nicht sein, dass die Gegner jetzt so overlevelt sind. Der Typ hatte drei Pokémon. Alle drei auf Level 39. Das Level, wo bei uns die höchstgelevelten Pokémon sind. Kann nicht sein. So, wir kommen von dort. Was waren hier? Bizarro-Haus und Schrein der Ernte. Ich glaube, das kann man bestimmt nur von anderen Orten. So, hier war Turnerfahrt und Wendeberg. War da auch zu, oder nicht? Hier ging es nicht weiter. Wurde er uns auch gesagt, dann sind wir mit dem Flugzeug hier rüber geflogen. Dann der Unterseetunnel, da können wir noch nicht hin, weil wir haben keinen Taucher. Strandgrotte habe ich. Stimmt, da kamen wir nicht weiter. Hier Hochroute 13 gibt es noch. Das hier ist Route 14. Vielleicht müssen wir zuerst zur Route 13. Da gab es doch diesen. Das hier. Das ist der Unterseetunnel. Achso. Und wo geht's jetzt zu Route 13? Musst du auch hier zu Route 13 hingehen? Hier irgendwas? Ah nein, nicht Fahrrad. Nein. Und hier kommen wir doch, oder? Ja, hier ist der Janusberg. Wo ist Route 13? So, kommen wir hier schon in diesen Unterseetunnel rein. Geduld dich bitte noch ein wenig. Nee, hier kommen wir noch nicht weiter. Wo ist Route 13? Oh! Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe nicht einmal in dieses Gebäude dort reingeschaut. Nicht ein einziges Mal. Ich will lieber die Herausforderung. Ich nehme lieber die stärkeren Gegner und lasse meine ganzen Pokémon down gehen. Natürlich.
Oh ne. Wenn jetzt. Ah ne, wir haben ja unsere Pokémon geheilt. Ich wollte schon sagen, wenn jetzt ein Battle gegen Retro kommt. Augenblick mal! Lass uns herausfinden, wie effektiv das Training unserer Teams war. Jetzt werden wir sehen, wie stark sein Team ist. Daran können wir erkennen jetzt, auf welchem Level wir sein müssten. Pass auf, Snob. Das ist das Flug-Pokémon. Dann müsste ich René auswählen. Level 39. Wir sind trotzdem underleveled. Trotzdem. Luke, dein Gegner. Ne, kann ich nicht drinnen lassen. Zwar sind die Flugattacken durch den Stahltyp nur normal effektiv, aber trotzdem. So, Funkensprung. Bin ich Sturm? Okay. Soll das sein? Nicht. Ja, wunderbar. Und noch einmal. Ah, das ist eine Attacke über zwei Runden und natürlich war es ein Volltreffer. Natürlich! Alter. Trägt mich das aus auf. Und Finn. Trägt mich das auf. Sorry, wenn ich wirklich in diesem Part so doll abgefuckt bin. Ah, Hypertrank, natürlich. Natürlich. Ah, macht kaum Schaden. Soll ich. Ja, ich werd. Nein, werde ich nicht. Ich werde zu Michelle wechseln. Sie hat noch eine Steinsack-Attacke. Ich habe überlegt, ob ich Luke wiederbeleben soll. Okay. Steinhagel. Ja, natürlich Scanner. Hm, natürlich. Sie wieder klingt. Das sieht nach einer Flugattacke aus. Aber gut, war ein Volltreffer. Auf jeden Fall besiegt. Bin erreicht Level 38. Inferno, ui. Flugattacke. Genauigkeit 50, aber Stärke 100. Anwender greift das Ziel an, indem er es mit dichten Flammen umhüllt. Ziel erleidet Verbrennungen. Genauigkeit ist einfach Schrott. Das Irrlicht. Weiß nicht, was besser ist. Hier, Ziel erleidet Verbrennungen. Da steht kein eventuell, also es kriegt auf jeden Fall Verbrennungen. Naja, nehme ich das statt Irrlicht. Ganz einfach. Aber wird eines Tages bestimmt noch durch Feuersturm oder so ausgetauscht. Flambirex. Da könnte eigentlich Michelle jetzt auch weitermachen. Genau. Ohne Attacke wird er regeln. Uiuiui, ich hab so ein bisschen Angst vor dem auf Level 41. Willst du nochmal Bodycheck oder so ein? Ich bin am überlegen, sich wächst mal zu finden. Deine Kampfattacken kann. Seine Normalattacke können hier nichts machen jetzt. Was? Gewissheit ist keine Kampfattacke? Das ist. Okay. Ja, ich dachte, das wäre eine Kampfattacke. Dann war es eine dumme Entscheidung, eine sehr dumme Entscheidung. Ich hoffe auf René. Seine. Feuerattacken sind zwar sehr effektiv, aber klar, dass Gewissheit eingesetzt wird. Es muss so Undicht oder so sein. Daher wollte ich auch nicht Nico einsetzen. So, René ist auf jeden Fall Erster. Oh, sehr schön, René. Gut. Das Monster ist weg. Puh. Alter, auf drei Pokémon über 1000 Level. Aufgeteilt. So. Jetzt kommt noch Wasser-Pokémon. Weiterentwicklung von Vedimak. Da ist doch Jonas wunderbar dran. Nee, Sodamak war das. Vedimak war doch dieses Pflanzentyp. Vieh.
sehr hart. Sehr hart. Kampf. Oh, fast Level 40. Ich glaube, wir haben auch einfach zu viele Pokémon für den aktuellen Stand. Man rechnet nicht damit, dass man schon 6 Pokémon hat. Daher kriegen wir halt auch dementsprechend weniger EP. Dadurch sind wir so underlevelt. Das ist meine Vermutung. Das kann sich sehen lassen. Wir sind so stark, dass Team Plasma schon beim bloßen Anblick unserer Teams die Flucht ergreifen wird. Aber wenn sie glauben, sie könnten mir entkommen, haben sie sich geschnitten. Ich werde dafür sorgen, dass meine Schwester hier für die Lulu zurückbekommt. Koste es, was es wolle. Also Dennis, ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf deine Hilfe zählen. Viel Erfolg noch mit deinem Pokédex. Schließlich wurdest du offiziell darum gebeten, ihn zu vervollständigen. Nicht ich. Das stimmt allerdings. Oh, wir gehen wieder erneut ins Pokécenter und gehen dann Route 13 entlang. Nicht Route 14, sondern Route 13. Aber Route 13 ist oberhalb, Route 14 ist unterhalb. Die Frage ist, was ist mit Route 14? Wird die nach Route 13 gemacht? Weil die muss ja auch irgendwann gemacht werden. Erstmal schauen, was die Trainer da für ein Level haben. Wenn die auch drei Pokémon mit jeweils Level 39 haben, dann freue ich mich. Wo bin ich hier? Liebe es, wenn meine Pokémon vor einem Attack einsetzen und sich plötzlich ein völlig neuer Weg vor mir öffnet. Okay. Kampf. Da wechsle ich zu Nico direkt. Michelle ist noch auf Level 37. Sie müssen wir auch noch trainieren, aber hier nicht bei diesem Kampftypi. Weil Kampf kann ich da jetzt nicht gebrauchen. So. Strepoli. So. Den kriegen wir hin. Level 41. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich dachte, die sind hier ein bisschen besser dran. Warum bin ich ja hier hingegangen? Zwar hat Nico das geschafft, dank der neuen Attacke zur Psychokinese. Trotzdem, 41. Na gut, positiv sehen. Es bleibt spannend. Route 13, ja. Das habe ich jetzt auch kapiert. Das ist so ein großes Feld hier. Gibt es hier kein verstecktes Item? Nee. Oh lol, die habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, dann schaue ich nebenbei mal auf PokéWiki. Was ist hier auf Route 13 so gibt? Oh nee. Ich ziehe meine Aussage wieder zurück. Denn das werde ich im nächsten Part schauen. Irokex. Ich denke immer, der ist vom Typ Kampf. Ist er nicht Unlicht? Ich schau mal kurz. Irokex. Unlichtkampf ist er. Okay, na gut, dann sollte Psychokinese mindestens. Oh. Shit. Normal effektiv sein. Aber nee. In den Unlichttyp nicht. Das ist der Fail-Part ohnehin. Also schlimmer als dieser Part geht's nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.